Darf ich das Video starten? Ja. Oh, cool. Ich grüße meine Mama und meine Oma. Okay, das sollte genügen. Gianni02. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wo zum Teufel ich war und warum ich aussehe wie ein Emo. Ich hatte mich an eine Rap-Karriere gewagt und nannte mich Young Badinky Blade. Tuber baden in Wings für Klicks, doch ich bad in Bosch, denn ich bin der King. Spaß, eigentlich war ich lediglich ein bisschen kränklich. Trotzdem like für Young Badinky. Ohne Witz, ich bin kurz davor, mir so einen Zweikanal zu erstellen mit dem Namen und da so Fun-Rap hochzuladen. Schreibt mal unten rein, ob ihr Bock drauf hättet. Coming number one, my four. Bitch. Kannst du ein Instrument spielen? Ich muss ehrlich gestehen, das einzige an Instrumenten, was ich besitze, ist diese wundervolle Ocarina, Baby. Und ich kann darauf literally nur eine Melodie. Na, wer hat's erkannt? Wobei ich nicht glaube, dass ich mit dieser Melodie irgendjemand überzeugen kann. Dann morgen. Sonst kann ich nur Zahnlückenmusik ohne Zahnlücke. Wie findest du, dass das die AfD auf den dritten Platz liegt? Wir haben es mitbekommen, die AfD hat viele Stimmen bekommen. Ich habe die jetzt nicht unbedingt gewählt, weil ich das Wahlprogramm nicht so geil finde. Aber ja, nachdem die AfD 13% erzielt hat, sieht Deutschland neuerdings so aus. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber diesen Tweet von Frauke fand ich persönlich daneben und dann habe ich geschrieben, dass sie sich doch bitte löschen soll. Daraufhin hat sie mich blockiert. Und Tage später hat sie die AfD verlassen. Hä? Ich meine, das ist so, als würde ich nach Jahren meinen verdienten Webvideopreis erhalten. Nächstes Jahr Webvideopreis wurde ihr f*** mit Aiblali. Ich komme so auf die Bühne und sag auf einmal, vielen Dank für eure Treue, liebe Fans. Aiblali wird noch ewig weitergehen. Spaß, ich werde morgen damit aufhören. Scheiß Aiblali. Ist halt einfach so richtiges Chaosverein. Nia killt Toni. Du bist Zeuge und Nia fleht dich an, ihm dabei zu helfen, den Mord zu vertuschen. Was tust du? Ja, meine Freunde, ihr wisst ja, ich gehöre zu den kreativen Menschen. Und dementsprechend würde ich mir etwas einfallen lassen, wo niemand den Unterschied merkt. Yo, was geht? Oh, schön dich zu sehen. Oh. Ah! Ja, was ist denn los? Was schreist du denn so blöd rum? Ich hab Toni umgebracht. Ah. Also ich finde nicht, dass man da jetzt einen großen Unterschied merkt. Was sollen wir machen? Wir wollten doch Wer wird er drehen. Ey, ich hab die Idee. Kinder werden keinen Unterschied merken. Freunde, was geht? Willkommen zu Wer wird er mit Victor, Nia und Toni. Meinst du, die Kids merken da keinen Unterschied? Ich weiß nicht. Normalerweise checken Kids nichts, aber diesmal... Oh mein Gott, Toni hat kurze Haare. Ich liebe ihn. Nee. Wie denkst du, hat Lea Maschere auf den Dönerbund-Nali-Distrack reagiert? Bisher hat sich Lea Maschere noch nicht gemeldet. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Oh shit, warte mal. Jemand ruft mich an. Es ist Lea Maschere, der ein Interview führen will? Oh mein Gott. Yo, Leon, was hältst du von dem Distrack von Dönerbund-Ali, der übrigens nicht ich bin? Digga, ich schwöre, dieser Dönerbuden-Ali, er hat mich gefickt, Digga. Alle Hater wollen mich mit Faust treten. Aber Leon, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Man kann auch nicht mit der Faust treten. Doch, doch, Digga. Dieser Diss-Track, es erzeugt Schwingungen und verändert die DNA-Struktur. Und alle, die es gehört haben, haben jetzt als Beine Arme. Sorry, aber das ist vollkommener Blödsinn. Ich habe den Diss-Track ebenfalls gehört und ich habe nicht... Ist Nia auch ein Instrument? Ja, ich kann dir mal kurz fragen. Yo, Nia, komm mal her, ich will mit dir spielen. Nein, nicht so. Komm einfach her. Okay. Tja, wie ihr seht, kann man auch Nia blasen. Jetzt lachen die ganzen Neunjährigen. Kommt da noch weiterer Merch als der bisherige? Oh, warte mal, was habe ich denn da an? Was ist denn das auf meinem Rücken? I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big though. Mit dem alten Merch konnte man ja klettern, essen, zocken und so weiter und so fort. Und mit der Winterkollektion kann man ein bisschen mehr. Er ist aber noch nicht draußen, das dauert noch ungefähr einen Monat, aber es wird nice. www.aiblalishop.de, die noch bessere Entscheidung meines Lebens. Was haltet ihr von den derzeitigen YouTube-Trends? Es ist ja kein Geheimnis, dass er in den YouTube-Trends auf Crap ist. Vor allem der da, das ist der schlimmste Bastard. Aber neulich habe ich ein Video gesehen mit dem Titel Frauen nun überflüssig? Darin geht es um eine Maschine, die angeblich Babys gebären kann. Und ich dachte mir, oh ja, jetzt sind Frauen überflüssig, Aber erstmal ehrlich, ich meine, was ist mit Kochen? Was ist mit Putzen? Was ist mit Wäsche waschen? Glaubt ihr, ich weiß, wie man eine Waschmaschine bedient? Nee, nur ein kleiner Spaß am Rande, lieber Elliot Tender. Aber das ist schon ein bisschen oversexuell. Schatz, ich bin wieder da! Hä, du bist ja immer noch da. Hast du schon vergessen, dass du überflüssig bist? Willst du mich ernsthaft durch diese Maschine ersetzen, oder was? Ja, schon so. Und was ist mit unserem überdurchschnittlich gutem Sex? Den Urlaub, die ganzen Erinnerungen und jetzt ist diese Maschine da! Ach ja, ja, stimmt, du bist ja jetzt überflüssig. Musically im Real Life. Die meisten denken jetzt bestimmt, oh, das wäre voll witzig. Aber glaub mir, das wäre fucking creepy. Yo, Toni, ist das Girl, das ich gestern noch weggeflankt habe, schon weg? Was zur verfickten Hölle? Wie bewegst du dich so schnell? Hey, kommt, ihr wolltet doch sowieso nicht schlafen. Und ich auch nicht. Ist Toni auch ein Instrument? Toni, mach's mal eben, komm, ich will mit dir spielen. F*** dich doch, verf*** nochmal.
Und das war I Ask, ey. Kauf mein Merch. Und diese Kissen hier. Jetzt haben wir noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Und zwar bin ich jetzt aktiver Twitch-Streamer. Deswegen schaut mal vorbei, abonniert Alligator24 und lasst uns Spaß haben. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, ja, Ask ist schon ein nettes Format, so. Jemand von euch geht zum Lea Mascher, das ist von Dönerbuben Ali. Und da vorne ist zur letzten I Ask-Folge. Immer schön, aber Ali positiv bleiben.